Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in dem neuen Video von mir. Es gibt heute wieder ganz viel zu sehen und ich nenne euch mal, ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht, weil es ist doch so viel, dass ich befürchte, ich würde einiges vergessen. Ich zeige euch heute ein richtig tolles herbstliches Gesteck mit, ja, mit Beeren und mit Pfeffer, was richtig, richtig schön Stimmung macht. Und zuvor gibt's noch eine kleine Info, wie man auf YouTube, was man einstellen muss, dass man kein Video verpasst, weil manche, wenn ein neues Video von mir rauskommt, manche, die sind schneller als der Blitz, dass die das sofort angucken und da denkt man sich, wie schaffen die das? Aber ich zeige euch heute auch mal, wie man das schafft oder wie man benachrichtigt wird, weil es haben ganz, ganz viele haben das nicht und das ist eine super Funktion. Dann habe ich eine richtig schöne Lieferung bekommen für Weihnachten und ihr seid wirklich die Ersten. Nicht mal im Laden habe ich diese tollen neuen Sachen stehen, sondern ich zeige euch die, nur euch zeige ich die im Video vorab sozusagen. Und also eine ganz tolle neue Lieferung. Dann gibt es natürlich wieder Fotos mit aktuellen Arbeiten von Flowerstyle. Wir haben so viele Veranstaltungen. Ich habe gar nicht immer Zeit zu fotografieren, aber ich bemühe mich und ich versuche euch immer auch die Arbeiten zu zeigen, weil meine Mädels arbeiten so schnell und wir müssen die immer liefern. Aber ich habe ein paar eingefangen und die kommen jetzt auf jeden Fall im Video dann. Dann gibt es wieder Wissenswertes über Pfingstrosenpflanzen aus Unterfranken. Da gibt es noch so viele Infos und der Sebastian und die Susanne Sauer, die haben so viel Interessantes erzählt, dass ich das einfach in so vielen Etappen zeige. Also ich bin selber ganz geplättet, was die für ein super Wissen haben und ein Teil davon haben sie uns auch weitergegeben. Ja, und dann kommt zu guter Letzt natürlich das eigentliche Videothema, unser schönes Gesteck. Aber bleibt mal dran, weil es lohnt sich ja immer wegen ganz vielen Tipps und Tricks rundum bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. So, hier kommt jetzt noch die Info zu dem Thema mit der Glocke. Ja, wenn man einen Kanal aufruft, zum Beispiel habe ich jetzt aufgerufen, Floristik24, wo ich ja auch die Materialien immer so gerne empfehle und die so super Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Floristik24 hat auch einen YouTube-Kanal mit sehr viel Abonnenten. Es sind hier also 30.500 Abonnenten. Wow! Glückwunsch an die lieben Floristik24-Kollegen. Ja, und hier, wenn man den Bildschirm betrachtet, dann gibt es hier rechts einen Button, der heißt abonniert. Ja, also ich habe das abonniert. Wenn man das nicht, Moment, ich zeige es mal hier, wenn man es nicht abonniert hat, dann erscheint der rot, dann kann man auf abonnieren gehen. Und damit ist nicht genug, weil es gibt daneben eine Glocke. Und wenn ich auf diese Glocke klicke, dann kann ich sagen, dass ich alle heißt also immer, wenn ein neues Video erscheint, dann werde ich benachrichtigt und diese Vibration auf der Glocke, ja, links und rechts dieser Teil, das besagt also, ich bekomme, wenn ein neues Video kommt von Floristik24, dann bekomme ich eine Benachrichtigung. Und wenn ihr das auf meinem Kanal einstellt, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn was Neues rauskommt. Das wird jetzt natürlich vor allem für die Weihnachtszeit so richtig spannend. Also das ist ein ganz wichtiges Feature, das natürlich super wichtig ist zu nutzen. Und ich hoffe, dass ganz viele so viel Interesse haben an meinen Videos, dass ganz viele diese Glocke drücken und diese Videos auf diese Form abonnieren. Würde ich mich total freuen. Es würde mir die Welt bedeuten. Ja, liebe YouTuber, wir sind auch dieses Mal wieder im Folientunnel vom Holzeggerhof und es gibt so viele interessante Themen, dass ich hier eigentlich gar nicht wegkomme und dass ich den lieben Sebastian immer wieder was fragen muss und eines ist interessanter als das nächste und
Wir haben jetzt eigentlich mal auch darüber gesprochen, es wird ja heutzutage sehr viel gespritzt und er sagt, dass er komplett ohne Herbizide auskommt. Wie macht ihr das? Ja, oder wie schafft ihr das in euren Kulturen und was macht ihr hier? Ja, also wir haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie wir einfach die Kultur so pflegen können, dass wir keine Schäden an der Kultur letztendlich haben. Und uns hat es einfach gezeigt, dass in anderen Anbaugebieten mit sehr viel Herbiziden gefahren wird und dass die Kulturen einfach nicht so ausschauen wie bei uns. Und wir haben dann einfach versucht, Technik einzusetzen, um die Peonien auch von Beikräutern freizuhalten, ohne das chemisch machen zu müssen. Das heißt also, ihr macht das wirklich von Hand? Richtig, also wir haben zum einen, spielt Handarbeit eine große Rolle nach wie vor. Wir haben verschiedene Hack- und Frästechniken, um die Peonien sauber zu halten oder vor Beikräutern letztendlich freizuhalten, dass die Peonien einfach sich an dem Standort auch so entwickeln können und dass wir einfach dann auch dementsprechend Qualität anbieten können. Mhm. Wow, also und das ist ja wirklich, im letzten Video hatten wir auch das Thema Wassersparen, ja, und das ist jetzt auch wirklich was Umweltfreundliches, Nachhaltiges, das heißt eure Kulturen sind ja sehr langlebig, ja, dieses, und ihr habt ja, warum halten die dadurch länger oder warum halten die Pflanzen dadurch länger ohne Herbizide, warum? Also wir haben halt das Gefühl, dass jede Herbizidmaßnahme, oder es ist auch nachgewiesen, dass jede Herbizidmaßnahme auch die Kulturpflanze letztendlich schädigt. Oh, okay. Und das ist in einem Ackerbau genauso wie ja, wie bei Zierpflanzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eine Möglichkeit finden, dass wir die Peonien einfach so sauber halten können. Mhm. Und wir merken einfach, dass unsere Pflanzen dadurch viel wüchsiger sind, dass wir stärkere Stiele haben, dass die Köpfe größer werden, seitdem wir halt komplett auf Herbizide verzichten. Und Wow. Das war für uns wirklich ein langer Weg. Und ich glaube, man muss auch einfach lernen, mit dem einen oder anderen Beikraut auch zu leben, solange es halt nicht die Kultur überwuchert. Und ich glaube, das Ergebnis ist für uns mehr als zufriedenstellend. Super, also ganz, finde ich total wichtig, ganz toll, finde ich auch super spannend, also ihr wisst, wenn ihr die selber zu Hause in eurem Garten pflanzt, dann zupft auch von Hand die Kräuter aus und ja, das war jetzt für heute mal ein ganz wichtiger Beitrag über Peonien vom Holzeckerhof und ich kann euch verraten, das nächste Mal beschäftigen wir uns damit, warum die Blütenköpfe hier so groß werden, aber dafür müsst ihr schon das nächste Video gucken und wo ihr die Peonien herbekommt. Zeige ich euch natürlich im Webshop. Bleibt mal dran! Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet. Ihr tippt im Browser donpeoni.de, kommt auf die Homepage, das ist der Überblick. Hier seht ihr auch Sebastian und Susanne Sauer mit ihren Pfingstrosen im Folientunnel. Und dann geht ihr auf Neuigkeiten und hier sieht man, die Pfingstrosen sind natürlich für dieses Jahr alle abgeerntet. Aber ihr könnt euch die schönsten Sorten als Pflanze bestellen für euer Zuhause. Das heißt, ihr geht jetzt weiter auf diesen Link. Hier geht's zum Shop. Einmal klicken. Und schon ist man in dem Pfingstrosen-Pflanzenshop. Pfingstrosen für deinen Garten. Bestellt werden können sie jederzeit. Die Auslieferung ist ab Ende September, Oktober, November, in dem sie auch idealerweise gepflanzt werden sollen. Und je früher man bestellt, desto sicherer bekommt man natürlich die Sorte, die man gern hätte. Und es gibt hier ganz, ja, ihr könnt ganz nach euren Wünschen auswählen. Ich zeige euch hier, es geht nach der Blütenform. Mein Favorit sind ja die gefüllten, wobei es gibt auch tolle ungefüllte. Nach der Blütengröße, dann auch kann man die Blütezeit auswählen. Die Pfingstrosen fangen ja dann so Ende April an draußen. Ob sie duften sollen, das Farbspektrum ist
ist unglaublich, sind ganz tolle Farbspektren. Und um euch einen Eindruck zu geben, was ihr für tolle Pflanzen im Webshop bestellen könnt, die werden übrigens wurzelnackt geliefert. Das heißt, die haben keine Blätter, werden also dann im Herbst gepflanzt und im Frühjahr kommen dann zum ersten Mal die Pfingstrosen. Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode MARGIT beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben! Während der Herbst in vollem Gange ist, ich zeige euch ja immer gern meine aktuellen Kränze. Hier haben wir auch noch ganz tolle Kürbisse bekommen. Das sind so weiße, kleine Kürbisse. Ja, und da haben wir noch einen wunderschönen Beerenkranz, Hagebuttenkranz. Der besteht wirklich nur aus Hagebutte. Das ist auch was ganz Besonderes. Ja, und dann haben wir noch ein letztes schwarzes Windlicht mit einem ganz dicken Glas drin. Man sieht von oben schon, wie dick das ist. Das kann man als Vase oder als Windlicht verwenden, also mit Kerze. Und dann habe ich so was ganz Besonderes mit einem Kürbis in dieser Sahara-Farbe. Ah, die Kürbisse sind ja sonst immer orange und ich finde es einfach schön, wenn ich mal was anderes habe. Dann gibt es nach wie vor diesen wunderschönen, haltbaren Herbstkranz mit Naturmaterialien und mit Seidenblumen. Ein, zwei haben gefragt, ja, dieser Kranz ist natürlich vom Preis her jetzt für 75 Euro nicht der billigste, aber er hält und er bleibt so unbegrenzt. Ja, und mein lieber fleißiger Postbote war da. Und während ich euch vorhin gezeigt habe, wie ich meine Bäumchen ausgepackt habe, mit diesem schönen Naturholzfuß und in dem Metall, das so eine schöne Marmorierung hat. Ich versuche das im Video mal gut darzustellen. Und diese Bäumchen, da blende ich euch auch nochmal die Preise ein und ich zeige euch auch nochmal die Höhe dazu. Also das kleine Bäumchen ist 22 cm hoch und das große Bäumchen, das ist, also auch mit diesem Holzfuß, das ist 26 cm hoch. Und dann habe ich noch in Gold, da habe ich Elche und die haben so dieses schöne, dieses sandgestrahlte. Ja, ich muss es eigentlich so ein bisschen mal weghalten. Da ist das Holz etwas heller. Ja, das wird schon wunderschön passen zu diesem Holzbalken. Und da ist der kleine Elch. Der ist 17 cm hoch. Ja, einfach, dass man mal immer eine Größenvorstellung hat. Und der große Elch, wie gesagt, die Preise schreibe ich euch nochmal dazu. Und da kommt natürlich jeweils das Porto dazu und der große Elch ist 27 cm hoch. Ja, das ist jetzt also brand new, die neuesten Weihnachtssachen. Und ich liebe diese weihnachtliche Deko auf Holzfuß. Am liebsten auch noch mit so einem schönen Holzbalken. Und im Moment jetzt noch vor Kürbissen und vor dem Herbst, aber später ist es dann natürlich weihnachtlich eindekoriert. Das so als kleine Vorschau auf meine Weihnachtssachen, aber ich würde sie euch schon versenden. Und noch als Info, es gibt immer noch Lichterketten. So, ihr Lieben, für die Gestecke habe ich mal die schönen reifen Hortensien im Garten geschnitten mit diesen tollen Schattierungen. Und die werden auch teils in die Gestecke mit reinkommen, weil die sollen herbstlich sein. Dann habe ich Weinlaub geholt. Mit Weinlaub decken wir die Basis ab und hier werden jetzt die,
ja, die Unterlagen vorbereitet. Wir nehmen also so einen schönen Pinholder und wir nehmen Knetfix. Ja, mit Knetfix, ich nenne das immer Floristen-Kaugummi. Da kann man wunderschön diese Pinholder fixieren und dann kommt die Steckmasse drauf. Ja, wie man hier sieht, den Würfel, der wird geschnitten. Ah, wunderbar. Und damit, ja, damit die Form schöner wird, genau, wie man das immer auch so umschreiben kann, schneiden wir die Ecken ab von der Steckmasse. Das ist jetzt also hier die Arbeitsvorbereitung. Es gibt 4 Gestecke. Man sieht also auf der Werkbank, die Vorbereitung läuft. Als nächstes werde ich jetzt erstmal mein ganzes Weinlaub, das ich geschnitten habe, erstmal anschneiden, weil es gibt ja immer viele Tricks und Tipps in meinen Videos, wie ihr wisst. Wenn man das jetzt hier so abmacht und es hat diese Füßchen, dann bekommt das Laub nicht so gut Wasser. Das heißt, ich nehme jetzt also erstmal die Baumschere, mache einen schönen Anschnitt und stelle dieses Weinlaub hier in meinen Eimer rein, um das alles gut zu versorgen. Und den nächsten Schritt mit dem Abdecken, ja, den zeige ich euch gleich. Stimmt, ich gebe jetzt einfach ein bisschen Weinlaub rüber in die Produktionsabteilung. Super. Und wir wollen ja immer, dass die Basis gut abgedeckt ist. Ja? Und ich sage immer, man soll die Technik nicht sehen, die Basis. Das heißt, hier wird also jedes Blatt Weinlaub schön sorgfältig angeschnitten. Man braucht immer ein gutes Floristenmesser. Das ist ganz wichtig. Und der Knack, genau, Weinlaub, ist super, dass das passiert für ein Video. Das finde ich gut. Also Weinlaub hat ziemlich weiche Stiele und sind auch weiche Blätter. Das heißt, es hat gerade Knack gemacht und das Weinlaub war ab. Und wir stechen dann bewusst auch hier weiter oben in der Steckmasse ein, um die nächsten Teile abzudecken. Das ist super. Das ist also dann so wie geschuppt, ja, sozusagen. Und das Schöne ist, dass die Blätter so weich sind, dass wir später die Blumen durch das Weinlaub einstechen können. Ja, also, und dann sieht man am Schluss kein Untertellerchen mehr, keine Basis. Es hat aber gut Wasserversorgung, dann die Blumen. Die Blumen, die kommen dann, ja, die kommen dann morgen dazu. Und so die Vorlage, die hat interessanterweise, ich gehe mal zu unserem Flyer, so, Moment, die Vorlage, die hat unsere Kundin von unserem Flyer. Das ist nämlich hier ein, ja, darunter ist ein Zinkeimerchen, muss man eigentlich genau hingucken. Das ist Pfeffer, frischer Pfeffer, den habe ich für morgen früh bestellt. Und da kommen dann die Blumen in weiß, pink, rot kommen dann die Blumen rein. Und hier sieht man es auch ein bisschen wilder Wein. Entschuldigung, meine Finger sehen aus wie echte Floristenfinger. Aber die sehen wenigstens nach Arbeit aus. Und wir machen das aber nicht als Eimerchen, sondern das Ganze wird dann als Gesteck gemacht. Und hier wird jetzt auch, ja, das ist so eine schöne Perspektive. Vielen Dank für die schöne Arbeit. Hier werden also mit Krampen, die sieht man hier, wird das Weinlaub auf der Steckmasse festgemacht. Ja, und das ist dann schon eine schöne Basis. Wir werden dann dran weiterarbeiten, indem wir mit Grün vorbereiten. Und so geht es mit den anderen drei jetzt auch weiter. So, guten Morgen. Also hier, wir sind jetzt hier in der Küche. Es gibt ein paar Lieferungen und es gibt so ein paar neue Sachen. Das ist hier jetzt so intern bei uns. Und ihr seht jetzt also hier, wir haben, Moment, ich nehme das mal runter, wir haben also die Muschelblume, kannst du gerne mal ein bisschen näher kommen, die schöne Muschelblume, wir haben also alle Blätter abgezupft und damit nur diese schönen Muscheln dran sind. Und wir haben jetzt hier für eine ganz liebe Kundin, weil Muschelblumen habt ihr auch im Video sehr viel kommentiert, die haben wir jetzt hier aufgehängt, also mit einem Gummi umwickelt und dann einen Draht rein und dann werden jetzt hier so schön getrocknet und diese Muschelblumen, die sind bestellt für ein Adventsgesteck und es wird dann mit saharafarbenen Kerzen und mit cremefarbenen Kugeln dekoriert. Da werdet ihr bestimmt noch von mir die Fortsetzung erfahren. Aber das ist jetzt die Vorbereitung und man muss also jetzt, es hat mir auch eine YouTuberin übrigens erzählt, die hat die in den Garten gepflanzt. Also euch hat die ja so gefallen, man kann sich die auch rauspflanzen und die kommt wieder. So viel zum Thema Muschelblume, das kleine Update. Dann habe ich eine Lieferung bekommen und meine Lieferung, das ist jetzt wirklich mal ein Spezial, weil ich bin normalerweise nicht so früh dran, aber ich habe hier so was Schönes bekommen und ich habe gedacht, das zeige ich euch mal, weil es gibt wieder
Bäumchen. Ja, es gibt so wunderschöne Bäumchen auf Holzfuß. Und diese Bäumchen, die versende ich auch. Und weil ich euch kenne, habe ich einfach mal ein paar mehr bestellt. So, die gibt es in, Moment, die gibt es in groß und klein. Jetzt muss ich erstmal die großen rausholen. So, ich hatte es noch nicht alles ausgepackt vor dem Video, weil wir müssen auch früh morgens immer, ich war schon liefern. Und so, jetzt habe ich ihn hier. Genau, also diese Bäumchen, kann ich jetzt mal so schön in die Kamera zeigen, Bäumchen auf Holzfuß, da schreibe ich euch nochmal die Preise rein, die versende ich auch. Die sind natürlich ganz süß, wenn man sich sie als Gruppe stellt. Und die sind so mit diesem, in diesem silbernen Metall, habe ich die hier vorrätig. Die würde ich euch auch verschicken, weil der ganze Stapel, den habe ich im Grunde genommen für euch sozusagen. Ist der im Bild? Ja. Super, okay. Ja, dann geht's weiter mit unseren Lieferungen. Es gibt ja manchmal so Besonderheiten. Und eine wirklich eine ganz tolle Besonderheit, das ist ja einmal andersrum gedreht, ist dieser frische Pfeffer. Ja, und den frischen Pfeffer, den habe ich geholt, weil die Kunden wollten gerne Gestecke mit diesem frischen Pfeffer. Und ich hole mal dazu die Vorlage. Ja, wenn unsere Kunden bestimmte Dinge wünschen. Die Vorlage ist dieses Gesteck mit diesem frischen Pfeffer. Und hier sieht man also dieses typische Grün, dieses fedrige, fast wie bei Mimosen sieht das aus. Und die kommen heute in die Gestecke rein. Das Thema des Tages ist ja heute dieses Gesteck, das in der Optik dem ähneln soll. Ja, und dann, das ist jetzt die Lieferung. Wir müssen die erstmal auspacken, wir müssen mal anschneiden. Und dann ist es jetzt hier noch ganz lustig aus. Wir haben frisches Weinlaub, schönes, das ist diese Herbstfärbung, das ist ein Traum, das ist wirklich nur für kurze Zeit, ja, klingt immer wie im Supermarkt, nur für kurze Zeit, aber diese schöne Färbung, die gibt es tatsächlich nur in der Herbstzeit und das ist ein Traum und das dauert jetzt auch nicht lange an, das Herbstlaub haben wir frisch bekommen, schon angeschnitten und im Wasser, ja, und hier kommen unsere tollen Blumen. Das sind wieder so spezielle Sachen. Diese kleinen weißen Kürbisse, finde ich, sehen halt mal anders aus als immer die Orangen, die man sonst so bekommt. Und wir haben wunderschöne Germini. Gibt es noch Bestellungen? Ich gucke auch, dass ich euch immer ein paar Fotos reinmache. Das wird jetzt erstmal alles angeschnitten und ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal um unseren Laden kümmern. So, die Fortsetzung der Gestecke. Wir haben hier also diese schönen Materialien, den wilden Wein. Das ist ein Traum im Gesteck. Dann haben wir hier eine, das ist so wie Samt, ja, das ist wie fast wie Stoff, das ist eine Zelosie, das sind ganz irre Blüten. Dann haben wir natürlich Rosen auch in Pink, in Weiß und eine tolle Glockenblume, ja, die kommt auch gestaffelt hier rein. Und hier gibt es noch eine Besonderheit, das sind Datteln. Ja genau, ich halte jetzt die Eva vom Arbeiten ab. Der Pfeffer findet auch seinen Platz und hier sieht man auch, wie die Eva mit dem Messer die Datteln teilt. Die Floristen, die machen das also nicht mit der Schere, sondern die machen das mit dem Messer. Das ist immer interessant. Und da werden die alle gesteckt, damit es so beerig, lässig, herbstlich erscheint. Aber jetzt muss ich natürlich dazu noch geteilte Hortensie, kommt auch rein. Und ich muss jetzt auf jeden Fall noch die Kerzen dazu machen. Das ist jetzt hier in Vorbereitung. Und da kommt auch Eukalyptus dran. Und der wird mit einem Silberdraht, wird der Eukalyptus um die Kerzen drapiert. Ich hoffe, ich kann vom Ende. Verabschiede ich mich für dieses Video mit einem kleinen Drehrundgang im Laden. Und hier ist leider eine Baustelle vorm Laden im Moment, aber die ist auch bald weg. Jeder muss mal bauen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder viele tolle neue Sachen zeigen und freue mich einfach, dass ihr dabei wart und sagt bis zum nächsten Mal. Macht es gut, meine Lieben. Viel Spaß beim Nachmachen. Ganz viel Freude mit eigenen Kreationen und ich sage einfach bis bald. Tschüss!